Hallihallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder für euch der dritte Spieler mit dem Nevermore und mir, dem Paladin Fenris. Hey! Wie er schon wieder seinen Disco-Stick wirft, ist es denn wahr? So, yes. Schade, dass ich den jetzt nicht einfach aufheben kann. Ich kann ihn dann später aufheben. Schauen wir mal. So, okay, ich würde sagen, ich glaube, du brauchst noch Werkzeug, oder? Oder hast du? Gold Pickaxe? Ja. Ah, scheiße, da fällt mir ein, wir wollten ja unser Domizil erweitern. Das sollten wir jetzt als allererstes in Angriff nehmen. Ich besorge mal eben ein bisschen Holz. Wenn ich mein Holz nicht in der Hotbar habe, da kann ich natürlich lange suchen. Wir haben jetzt aber noch ein zweites Problem, weil es wird jetzt abends. Ich bin furchtlos. Du bist furchtlos. Erzähl das dem Zitronenpudding, der dich gekillt hat. Wie viele Episoden ist es jetzt her? 6? Oh, ich weiß es gar nicht. Das ist jedenfalls Episode 10 von unserem Let's Teamplay Terraria. Ich finde, ist das ein guter Titel, oder? Ist das ein guter Titel? Kann man damit arbeiten? Ja, es funktioniert. Wunderbar. Ist ja auch, was wir tun. Went as expected. So. Speziell auch Teamplay im Sinne von unser Gold liegt alles in einer gemeinsamen Kiste und so und ich wäre am schnellsten, was ist und sowas. So sieht es aus. Das ist Co-op und nicht Contra-op. Nein. Kein Versus. Keine Ahnung. Ich habe nichts gegen Competitive Multiplayer, aber... Ja, ja, es gibt wohl auch PvP und so, aber weiß nicht. Ich fertige mal gerade ein bisschen Woodwalls. Ja. Und 3 Türen, die wir ja offensichtlich brauchen. Ah, ich wollte sagen, hier einmal Tisch und zwei Stühle haben wir noch irgendwo. Genau, das habe ich nämlich gerade rausgesucht. So. Ja, war ja klar. Das alte Problem. Mhm. Oh, du hast den Stuhl. Ja, die Tür. Schönes Spielzeug. Weiß gar nicht, was kommt eigentlich als nächstes. Oh, I see what you mean. So. Yep. So viel Holz. Was ist das hier? Also ich könnte noch 3 Tische und 6 Stühle oder ne, 2 Tische und 4 Stühle craften. Okay, geschehen. Ja, okay, dann mach mal. Gut. Nämlich nicht. Oh, ich mal wieder hier das Holz. Kümmere dich mal darum, dass auch unsere Krankenschwester uns hier nicht wegstirbt. Das wäre... Ach, da wird schon nichts passieren. Wenn doch, dann kriegen wir eine neue. Ja? Kriegen wir einfach so eine neue? Ja. Okay. So, wunderbar. Haus. Normalerweise solltet ihr irgendwann in ihrem zugewiesenen Zimmer respawnen oder rein teleportieren, wenn wir weit genug weg sind. Da fällt mir ein, ich würde sagen, heute sind wir mal Team Blau. Ah. Ja, ich war schon Team Rot. Okay, sorry, dass ich das einfach so entschieden habe, aber ich wollte jetzt unbedingt mal blau. Das soll mich nicht weiter stören.
Um jetzt mal komplett das Thema zu wechseln, welche Pokémon-Edition hattest du damals zuerst gespielt? Ich weiß, dass du damals auch zur Gamer-Zeit schon... Aber ich weiß jetzt nicht mehr, welche. Ich hatte Rot. Du hattest Rot? So ein Zufall. Ich hatte Rot. Ich auch. Ich hatte damals auch Rot. Ich weiß gar nicht, ob es dann bestimmt mit viel Arbeit meine Schwester zu Blau überredet. Ja, das haben meine Eltern irgendwann übernommen, als meine Schwester irgendwann zeitgleich mit mir ein Game Boy Color zum Geburtstag bekommen hat. Und meine Eltern fanden es dann super toll, dass sie ihr dann Blau geschenkt haben. Ich habe dann im darauffolgenden Jahr, glaube ich, die gelbe Edition dann bekommen. Ah. Ich glaube, das war mitunter eine der letzten Gelegenheiten, wo ich noch Videospiele von meinen Eltern geschenkt bekommen habe. Ups. Heute Abend gibt's Kaninchen, habe ich gerade eben so beschlossen. Ich es irgendwie nie schaffe, die Bäume alle im selben Abstand zu pflanzen. Irgendwie so... Ich weiß nicht. Eigenartig. Also ein bisschen randomized. Ich glaube, ich brauche ein Lineal dafür. Dann schaffe ich das vielleicht. Es ist nicht randomized, ich bin einfach zu doof. Na, immerhin ist er ehrlich. Es ist aber auch schwierig. Soll ich uns mal ein bisschen Beschäftigung aus der Corruption mitbringen? Wobei, besser nicht. Ich erinnere mich noch da an Begegnung mit mehreren Skeletten, die uns fast gefistet hätten. Lieber die Corruption werden wir schon noch früh genug zerlegen. Ich befürchte auch. Ich meine, spätestens wenn wir die Mini-Sharks haben, ist hier sowieso Schluss mit lustig. Ein Stern ist gerade in die Corruption gestürzt. Ja, das passiert. Jetzt ist die Frage, gehe ich todesmutig hin und lasse mich töten, um den Stern zu erhaschen, oder... Ich würde sagen, eher nicht. Nicht. Es werden noch viele Sterne vom Himmel fallen. Noch ziemlich viele. Du hast ja recht. Aber den einen könnte ich kriegen, 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 den einen könnte ich kriegen. Und zurück und zurück und zurück und zurück. Ha. Wie es dich kriegen wird. Yay! Oh. Ein Vogel. Ah. Ich dachte, du hättest so ein Viech mitgebracht. Nee, da war nur ein Zombie. Ein Vogel. Du bist ja der Mann mit dem Boomerang. So schlecht. Liegt, keine Ahnung, 5 cm. Fällt mir ein, warum? Unbedingt in den Dschungel. Bei denen könnte ich noch... Den Baum könnte ich noch fällen. Und danach ist auch schon mal ein unübersehbares Warnschild. Corruption ahead, verpiss dich, du Kacknob. Ja, ich kann mich an diese Worte erinnern. Es ist, als hätte ich sie gestern geschrieben. Oh, Stern. Und schnell. So, ja, was wollten wir eigentlich noch machen? Mensch, irgendwas hatte ich noch geplant. Wolltest du denn noch irgendwas Werkzeugmäßiges basteln? Ich bin mir ja, jetzt nicht sicher. Ich könnte mal jetzt mal gucken, was wir da so da haben. Ich kann ja schon mal eventuell für ein weiteres Stockwerk sorgen. Brauchte die Pickaxe? Goldene? 12 oder so, ne? Mache ich mich schon mal? Ich glaube fast, ja. Wie viele weitere Räume für NPCs brauchen wir eigentlich noch? Ich... Oh, wie
viel waren denn das? 12 insgesamt oder sowas? Aber muss jetzt nicht alles auf einmal fertig sein. Ein paar werden eh noch länger dauern. Wir haben das erste Mal 10 Sterne zusammen, falls du Bock auf Mana hast. Ja, und Zauberspruch ist jetzt noch ein bisschen suboptimal. Hauen, was hier abgeht. Geht denn hier ab? Was geht, Leute? Oh. Hilfe. Ah. So, dann die Pickaxe schon mal. Toll. Oh. Shameful. Oh. Kein Crafting-Glück. Nein. Der Craft-Gott hasst mich. Na gut, schauen wir mal weiter. Oh mein Gott, das ist teuer. What? Die Silberrüstung mache ich mich schon mal nicht. Silber ist besser als Eisen, ne? Jetzt finde ich das richtig. Ja, ein bisschen. Mache ich mir ein Silberschwert, das reicht dann erstmal. Willst du auch ein Silberschwert oder hast du schon ein was? Silberschwert wäre cool. Ich habe bis jetzt nur einen Copper Short Sword. Broadsword oder was? Broadsword wäre cool, ja. Okay. Ja. Da. Sekunde. Ich glaube, irgendwo links von unserem Domizil ist wieder was runtergekommen. Aha. Und es war Tag. Yay. Wir haben so, diese Nacht überlebt. Ich weiß gar nicht, ob du das siehst, aber ich habe dir ein Schwert dahin gelegt. Thanks. Bei der Weeping Angel Statue. Ja, musst du aufpassen. Ja, nicht gefährlich. Blinzeln. So, wenigstens schon mal Damage. Cool. So. Händler. Ne, halt die Wooden Wall, Dingskirchen da. Wood Wall. Da war's. Top. So. Mal schauen, ob das reicht. Sollte mich vielleicht später mal auf die Suche nach Sand begeben, dann haben wir auch Glas. Ja. Haben wir schon so ein Hochhaus hier? Das ist mein Block, oder was? Ja. Warum nicht? Ah. So, okay. Oh. Hab schon mal die Wiese gemäht. Ja, dann okay. Mir geht auch so langsam das Holz wieder aus. Aha. Ich habe im Moment auch noch nicht so viel, sonst würde ich weitermachen. Hol mal ein bisschen was noch. Da ist bis jetzt auch noch nicht wirklich viel nachgewachsen. Ja, das dauert ein bisschen. Mal überlegen, ob wir hier eventuell ein bisschen Platz schaffen sollten. Hügels hier. Das ist ja schon ein bisschen nervig. Könnten allerdings, wenn wir es ganz geschickt anstellen, schauen, dass wir den Grasbewuchs so weit steuern, dass wir quasi irgendwie eine unterirdische Baumbepflanzungsanlage errichten.
Ich weiß, ja, fancy shit, aber die Idee, die schwebte mir da gerade so ein bisschen im Kopf rum. Gehen sollte sowas. Oh, mal schauen. Ich mal zu. So. Ja. Und ich habe kein Holz mehr. Damn it. Ah, ich mal, ob sich da weitermachen, bis hier schon was getan hat. Oh ja. Ein Baum. Ja. Ah. Und noch einer. 2, 3, 4. Und der Rest jenseits vom Schild. Ja, jetzt muss hier erstmal die Wiese wachsen. Hier muss ich noch so machen. Mach das, ich betreibe schon mal ein bisschen Forstraub und klaue hier ein paar der Bäume, die hier noch im angrenzenden Gebiet wachsen. Würde vielleicht schöner aussehen, wenn man jetzt den Hintergrund so macht. Dann ist das so eine Höhle, aber da habe ich jetzt gerade nicht so die Lust drauf. Ne, ich auch nicht. Da könnte man später irgendwie hier mit einer Dirt Wall oder so arbeiten. Ja. Das ist eine Option, die wir auf jeden Fall noch offen haben, also. Bodenschätze. Ist das Eisen? Ja. Cool. Könnte es sich um Eisen handeln. So. So machen. Da hinten ist so ein übereifriges Stück Wackelpudding. Waldmeister Wackelpudding. Klatsch. Haha. Mit dem der Pudding ist tot. Oh, hier ist Kupfer. Aber das ist mir zu langweilig. Ich mag irgendwie, wie hier auf diesem fliegenden Stück direkt da dieser Baum hängt. Gefällt mir. Der bleibt stehen. Ist ein cooler Baum. So ein Kampfpudding. Ja, ich muss mir warten, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Und unsere Zuschauer müssen bis zur nächsten Episode warten, um zu schauen, wie es weitergeht. Das war's von uns an dieser Stelle. Mein Name ist Paladin Venus zusammen mit dem Nevermore und ja, das war unsere 10. Episode von Let's Teamplay Terraria. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schreibt uns was in den Kommentaren, Daumen hoch oder Daumen runter, ob euch die Episode gefallen oder nicht gefallen hat. Und ja, wir lesen sie entsprechend uns bei der nächsten Ausgabe. Bis dahin, tschüss! Tschüss!